Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum großen Rutschencheck auf der Norwegian Epic. Ja, drei wirklich spektakuläre Rutschen gibt es an der Zahl. Also eine richtig spektakuläre und so zwei mittlere. Ja, und natürlich habe ich die alle ausprobiert. Also fangen wir erstmal an mit der ersten nicht ganz so spektakulären. Ja, wenn man dort startet, man hat dort keinen Reifen oder so, sondern rutscht dort einfach auf den Popo runter. Es ist jetzt erstmal gar nicht so viel zu sehen, weil es bleibt schlicht dunkel. Aber man sieht ja, ne? Man rutscht dort dann außen am Schiff entlang. Ja, und dann am Ende platsch. Landet man dann im Auffangbecken. Das ist die erste nicht ganz so spektakuläre Rutsche. Die zweite, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, da rutscht man auch erstmal total im Dunkeln und sieht gar nicht da, wo man da lang rutscht. Ja, man sieht, es gibt irgendwie eine Schraube und dann wird es dann doch heller, weil man dann draußen lang rutscht und auch dann wieder platsch ins Wasser. Für die dritte Rutsche muss man dann einen Reifen mitbringen. Den gibt es auf Deck 15, also da beim Auffangbecken, und dann geht es nach oben. Ja, und das ist natürlich schon die spektakulärste Rutsche von allen, wo man natürlich ein bisschen drauf aufpassen muss. Wenn man auf so einem Reifen rutscht, der Po, der muss sich sozusagen weit oben befinden. Ja? Sonst rutscht man nämlich nicht so wirklich. Und ja, jetzt ist es ein bisschen heller und das Spektakuläre dieser Rutsche, na klar, das ist natürlich dieser, ich nenne ihn mal Trichter. Und dann wird man am Ende eingesogen und dann geht es auch schon Richtung Auffangbecken. Ja, also das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal seit Jahren wieder auf solchen Wasserrutschen gerutscht. Ja, richtig klasse. Natürlich ist es so, dass das sehr auffällig ist. Ne? Wenn man mal so guckt, ja, wie die Pooldeckgestaltung ja doch im Großen und Ganzen ist, dann sieht man doch, dass die Rutschen sind doch sehr dominant. Ja? Also man kann den eigentlich gar nicht entgehen. Aber gut, ich meine, die Kinder werden es lieben und das Kind im Mann, das wird es auch lieben. Also wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, dann bucht eine Reise mit der Norwegian Epic. Den Link zur Buchung, den findet ihr in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.